zum Wassertempel entsandte, um seine verborgenen Schätze zu heben. Und so fuhren die drei anderen Kapitäne unter Stahlbarts Führung in ihr Unheil. Sie entrissen dem Tempel die vier Titanen-Artefakte und weckten damit ein Ungetüm, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Dumm gelaufen. Auf jeden Fall hatte jemand was dagegen, dass sie den Tempel plündern. Und seitdem lastet auf Stahlbart dieser lästige Fluch, der jetzt an mir hängt. Ja. Und er wird dich verfolgen, solange Mara existiert. Und das ist noch nicht alles. Sie sind alle verflucht. Alle vier. Jeder auf seine ganz eigene Weise, mein Junge. Hüte dich davor, Mara in die Falle zu tappen. Sonst teilst du vielleicht eines Tages das Schicksal Stahlbarts. No. Du bist traditionsbewusst. Nichts geht über den Kopf. Ja. Was? Sorry, ich muss das jetzt kurz unterbrechen, denn ich bin am Arsch. Wie kamt ihr eigentlich auf die Idee, diesen Wassertempel zu plündern? Stahlbart hatte davon auf einer seiner Kaperfahrten erfahren. Ich glaube, es waren irgendwelche Eingeborenen, die ihm davon erzählt haben. Glaubst du, er hätte wissen müssen, was passieren kann? Ich weiß es nicht. Aber es ist passiert und alles andere spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Okay. Was weißt du noch über den Fluch der Kapitäne? Mara verfolgt dich. Ey, der dauert ja ewig hier. Das ist ja nicht so... Das macht ja richtig... Sorry, Leute, aber ich... Crow ist erledigt. Sorry, aber ich bin langsam hier wirklich mit der Zeit auch. Ich habe geschweige denn, wo Garcia sein. Lass mich mit. Ey, wann kann man hier beenden? Oder glaubst du wirklich, dass du. Endlich, scheiße, nochmals. Wir haben so lange gebraucht, wie Swiss Janka. Und ich glaube, ich speichere den Scheiß. Bleib schön an meinem Heck. Ja. Ich bleib am Heck. Die Wände haben Ohren, wenn du verstehst, was ich meine. Du meinst Alvarez. Psst. Nicht so laut. Komm weiter. Ja, ja, bestimmt komme ich weiter. Nein. Dem anderen Weg. Ei. Letztens wollte ich bei Wilson Kanonenfutter holen, aber der Sack hält sich strikt an das Embargo. Folge mir. Embargo, Mann, das ist nicht wieder für ein Kack hier. So, wir gehen jetzt mal dem Du hast Admiral Alvarez ganz schön verärgert. Der kriegt sich schon wieder ein. Wir hatten einen Deal und ich kann ihn leider nicht erfüllen. Und jetzt pocht Alvarez auf seinen Piratenkodex und will den Dolch mit Gewalt aus mir herauspressen. Mit Gewalt? Was heißt denn das? Mit Gewalt? Was heißt das? Das heißt, dass er mich hier im Hafen verfaulen lässt, wenn er nicht kriegt, was er will. Der Dolch ist eine sehr mächtige Waffe. Die sich in deinem Besitz befindet. Ja, aber ich habe ihn nicht bei mir. Wo ist er? An einem sicheren Ort. Komm mit. Am Hafenkai werde ich dir mehr darüber erzählen. Na, dann gehen wir mal zum Slane. Slaney Boy. Jetzt nicht. Nein. Also, wo ist der Blutopferdolch? Ich habe ihn versteckt. Er ist auf einer kleinen Insel, nicht weit von hier. Darum kann ich ihn auch Alvarez nicht geben, auch wenn er noch so brüllt. Wir müssen die See von Mara befreien. Ja, wir müssen ihr die Stirn bieten. Aber das ist leichter gesagt als getan. Ohne den Dolch kann ich mich auch gleich in der See ertränken. Ihre Macht ist sehr groß. Selbst Stahlbart war ihr nicht gewachsen. Na dann. Ich habe nicht vor, aufzugeben. Deine Entschlossenheit klingt sehr überzeugend. Ich habe Crow getötet und sein Artefakt an mich genommen. Was denn? Crow ist auch erledigt und du hast sein Artefakt? Dann sieht die Sache ja schon gleich ganz anders aus. Warum sagst du das denn nicht gleich? Du hast... Ja, jetzt weißt du es ja. Jetzt weißt du es ja. Das... Ja, und Mara fürchtet die Artefakte. Ich muss zugeben, das hat einen gewissen Reiz. Hört sich ziemlich aussichtslos an. Ich bin dabei. Da gibt es nur leider noch ein kleines Problem. Alvarez. Yep. Ohne Schiffsausrüstung hängen wir hier im Hafen fest. Wie können wir Alvarez überzeugen? Vergiss es. Der störrische Esel wird uns nicht helfen. Er will den Dolch, auch wenn ich ihm schon 100 Mal gesagt habe, dass ich ihn nicht bei mir habe. Wir müssten die Handwerker in der Stadt dazu bringen, gegen den Willen ihres Admirals zu handeln. Sie müssten uns die Ausrüstung trotz Alvarez Handelsverbot verkaufen. Traust du dir das zu? Was ist mit dir? Hier weiß doch jeder von meinem Deal mit dem Admiral. Mir verkauft hier keiner was. Aber du hättest vielleicht noch eine Chance. Du besorgst den Kram und ich führe uns anschließend zu der Insel, wo ich den Dolch vergraben habe. Also,
Haben wir einen Deal? Ich besorge uns die Schiffsausrüstung. Das ist ein Wort. Abgemacht. Ich warte so lange auf meinem Schiff. Komm zu mir, wenn du alles erledigt hast. Was genau brauchst du? Was genau brauchst du? Eine neue Kanone und ein paar Fässer frisches Pulver dazu. Bei meiner letzten Schlacht ist mir eine Backbordkanone um die Ohren geflogen. Was noch? Was noch? Ohne Trinkwasser und ein paar frische Fischfässer werden wir auf See nicht weit kommen. Ach ja. Und einen neuen Steuermann. Alles? Das alles? Jedenfalls genug, dass ich es nicht wagen kann, einfach in See zu stechen. Gut. Ich denke, ich habe jetzt dein Bild. Okay, und wir laufen noch ein bisschen hier durch die Stadt, denn wir wollen noch ein paar berauben. Du hängst an deiner Arbeit hier, was? Ich hab nichts anderes. Zu deiner Ach so, da ist ja der Schiffkacke, wo Junge hier. Aber noch mehr Piraten. Froh, dass du auf Antigua bist. Jetzt nicht. Es gibt kaum ein Schiff, das es in den Hafen. Scarlett Johansson ist auch mal hier. Morgen. Pirat. Verlasse dich auf jemanden und du bist verlassen. Nein, wir können nichts. Pirat. Oh. Nachts sind alle Katzen grau. Schöne Kanonen hast du da. Keine Lieferung, bis das Handelsverbot wieder aufgehoben wurde. Dann kaufe ich meine Kanonen eben woanders. Ha, du bist ein Witzbold. Hier auf Antigua bin ich die einzige Adresse. Also kannst du dich schon mal mit dem Gedanken anfreunden, meine Ware kaufen zu müssen. Du bist doch dieser neue Captain, oder? Ja. Ja, richtig. Sieht man mir das an? Das auch. Aber vor allem wird über dich geredet. Tatsächlich. Und was erzählt man sich so? Die meisten hier glauben, dass du nicht lange durchhältst. Warum? Weil sie meinen, ich sei noch zu jung für ein Kommando? Nein, weil du zu neugierig bist. Du steckst deine Nase in zu viele Angelegenheiten. Sowas ist noch niemandem gut bekommen, glaub mir. Ich hörte, du stehst auf Grace. Was? Wieso? Wer hat das gesagt? Ist doch unwichtig. Stimmt das oder stimmt das nicht? Naja, wenn du mich so fragst, ich bin dieser feinen Dame nicht ganz abgeneigt. Verstehe. Ah. Wie wär's, wenn ich ein Treffen mit Grace arrangiere? Du? Ich glaube nicht, dass du das schaffst. Wie willst du sie dazu überreden? Na, ich habe ein Händchen für Frauen. Lass mich nur machen. So, so. Hast du das? Das wird dir nicht viel nutzen, fürchte ich. Das edle Fräulein hat mich bisher immer verabscheut. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Wir werden sehen. Na gut. Abgemacht. Aber wehe, du verarschst mich, klar? Ja, rein Luxus ist es nicht. Und wir haben hier... Piran ist aufgestanden. Gut. Ich möchte irgendjemand noch haben, wenn der einen Namen hat. Keinen Ärger mehr, hast du schon gehört, dass er seine Pistole passiert. Verspielt hat? Tatsächlich? Ja. Grace ist da oben, die schöne Dame. Und ich finde es ein bisschen blöd, dass hier die Dialoge einfach gecuttet werden und nicht ausgeblendet. Aber wir fragen mal Grace. Du, hör mal, also dieser Schmied Wilson. Moment mal, was soll das werden? Natürlich, ich hab's geahnt. Der Kerl hat dich zu mir geschickt. Und du Arsch machst für diese arme Wurst jetzt bei mir hier Männchen. Bist du jetzt etwa sein Laufbursche oder was? Fragen ist euch erlaubt. Fragen wird doch wohl noch erlaubt sein. Ich kann dir wohl ein paar hinter die Löffel geben, Freundchen. Wie kommst du eigentlich auf so eine Unverschämtheit? Hast du das Gewerbe gewechselt? Musst du deine Kasse aufbessern oder wie? Nein, ich brauche Wilsons Kanonen. Sieh mal einer an. Wenn man ihnen das Spielzeug wegnimmt, werden die feinen Herren gefügig, was? Du sollst dich doch nur ein bisschen mit Wilson unterhalten. So, das kostet dich aber eine Kleinigkeit. Du zahlst mir 1000 Gold oder du kannst es gleich wieder vergessen. Wow, das ist aber... Willst du etwa noch irgendwas Schlaues dazu sagen? Nein, nein, schon gut. Ich bin noch nicht gut genug. Verdammte Kacke nochmal. Dafür bin ich nicht gut genug. Hier, hast du dein Gold.
Hm, gut. Geh zu Wilson und sag ihm, dass ich ihn in Kürze aufsuchen werde. Aber ich warne dich. Zu keinem anderen ein Wort. Ist das klar? Klar. So, und jetzt geh. Schönen Tag noch. Und ich hatte dir nichts zu tun. Na, dann ist ja tolle Wurst. Ja, Donovan bewahrt sie hinten in seinem Lager auf. So kann das gehen. Na, Kästen schleppen ist nicht so mein gutes Hobby. Schmieders, wir haben einen Termin. Ich hab mit Grace über dich gesprochen. Im Ernst? Was hat sie gesagt? Sie will sich mit dir treffen. Was? Wirklich? Oh, das ist ja... Wie hast du das geschafft? Ach, warte. Ich will es gar nicht wissen. Ich werde meinen besten Anzug tragen. Wenn ich bloß wüsste, wo ich ihn nochmal hingelegt habe. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich hab zu tun. Da wäre noch eine Kleinigkeit. Da wäre noch eine Kleinigkeit. Wir haben einen Deal. Ja, ja, schon gut. Was willst du? So gut bin ich auch nicht. Ach so, ich habe gemeint, das können wir auch als Deal anwenden. Aber na gut. Gut, ich werde dir eine Auswahl zum Hafenkai liefern. Da kannst du sie dir aussuchen. Und wehe, du meldest es dem Admiral. Er wird mich hüten. Okay. Und jetzt? Ja, ja, mach du deinen Kram. Ich bin schon weg. Gut. Ab bis zum nächsten Mal. Ich bin kein Schmied. Wo ist denn hier eine, der Silberzunge ja Diebeskunst machen kann? Ja, die haben hier wirklich sogar eine Banane rumliegen. Hafenschnack. Nee, keine Lust. Also gut, das sind die drei Herren und da oben war ich noch gar nicht. Lass uns über was anderes. Ja, dann gehen wir mal hinein. Vielleicht gibt es da ja was. Irgendwas in der Art. Keine Ahnung. Es muss ja irgendwas noch geben. Oder ist das die reine Lagerhütte hier? Sieht so aus, als ob das das Lagerhaus ist. Ach so. Nee, schlafen will ich nicht. Sorry. Hab's gar nicht gesehen, dass hier ein Bett ist. Also, naja. Okay, da kommen wir gar nicht durch. Wir müssen es gar nicht erst versuchen, irgendwie da durchzukommen. Naja. Ist da irgendwas in der Nähe? Würgeranke, na gut. Ach so. Hier ist der beschriebene. Ein Affe. Grabwurzel. O'Connell, Nisia, Murray, Gibson und Wally. Sorry, aber wegen Ruhe und so muss ich das machen. Naja. Tut mir sehr, sehr leid. F5 und wir gehen rein. Ja, das ist, was wir machen können, ist mal ein bisschen jetzt kloppen, aber in die Textur natürlich, wie immer. So, haben wir was gefunden? Oh! Was ist denn das für ein Tier hier? Dunkelsyrer. Noch nie gesehen. So ein Ding ist mir neu. F5, mal ein bisschen speichern und dann können wir weitergehen. Ratte.
So, in dieser Folge haben wir heute schon sehr, sehr viel erlebt. Aber was wir alles noch machen können und tun können in dieser fabelhaften Welt von Risen 2 The Dark Waters, wird uns nicht unterkriegen. Denn wir werden weiterkämpfen, weiterkommen und weiter Schätze plündern, die uns... Nein, nicht das Leben kosten werden, aber auf jeden Fall uns auf Trab halten werden. Und wie es dann weitergeht mit den spannenden Abenteuern in der Fantasiewelt von Risen 2 und unseren Helden, das, liebe Leute, das erfahrt ihr dann in der nächsten Episode, wenn sie da heißt Risen 2 The Dark Waters.